Jetzt steht Paar 02 vor dem Absprung aufs Parkett. Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Den Hubert kennen wir in der Zwischenzeit in verschiedenen Rollen, also als Skispringer, als Veranstalter, als Pilot. Aber diese Woche stand er vor der herausforderndsten Rolle seines ganzen Lebens. Und zwar der Samba-Rolle. Wirklich meine Hochachtung. Besonders ist es schwer, bei langsamen Tänzen nicht fad auszuschauen. Irgendwie ist es so, dass man einfach sieht, wenn man sich bemüht und versucht, das Beste zu geben, dass auch was weitergeht. Und das sollte man im Leben immer machen. Am Ende des Tages gibt es eine Verbesserung. Das taugt mir. Welcome to Samba. Shimmies, shimmies, shaky. Man macht wirklich Fortschritte. In dem Moment, wo dieser Glaube da ist, das ist wie ein kurzer Witz. Jetzt habe ich einen Schritt heraus. Das ist. Überrasch mich. Wo man sagt, ich glaube, ich kann es jetzt. Beim Tanzen ist alles wieder weg. Und die Samba-Rolle ist ein Teil unserer Choreografie. Und nachdem ich keinen Einfluss habe auf die Choreografie, nehme ich das hin und trame wie ein Ringgebütz. Slow. Nicht loslassen. Slow. Rechts. Gut. Warum ist Samba-Rolle eine Pflichtfigur? Warum? Du lässt dich auch nicht entmutigen von mir. Du hattest dir das Gefühl, dass du rollst? Hast aber ausgeschaut wie ein Flugzeug bei der Notlandung. Ich habe es von allen Richtungen versucht. Hinter ihm, vor ihm, aber mit einem Griff. Neue Trainingsmethode. War es dann besser? Ich hoffe, das kommt nicht in unserem Trainingsvideo. Wenn die Jury das sieht, fragt sie mich, ob ich deppert bin. Wieso? Wenn ich das dann anschaue, nicht für die richtigen Samba-Tänzer, müsste mein südländisches Temperament noch mehr hervorbringen. Du hast ein südländisches Temperament? Ja, schau, ich habe schwarze Haare. Ach so. K02, Hubert Neuper und Katrin Menzinger tanzen einen Samba. Ja, alles klar. Hipster und Lai und deine sowieso, ne? Da hat ja alles gewackelt und gescheckt, was man so wackeln kann. Sehr schön. Hat's da auch Spaß gemacht? Ja, richtig. Ja? Ich meine, meine Hüften am Anfang, das war wie einzementiert, ne? Aber jetzt muss ich sagen. Ja, das ist auch. Da. Der Huppo geht aber jetzt immer so durch die Stadt. Der Huppo kreist dich durch die Stadt in Zukunft. Wann hat's denn Klick gemacht bei der Samba-Rolle eigentlich? Also wann hat's dann funktioniert? Wie ich mich nicht mehr auf die Schritte konzentriert habe.
Sie hat gesagt, du musst dich dran, vorn, rückwärts. Ich kann es gar nicht sagen. Das muss die Jury beurteilen, nicht? Naja, Klick gemacht hat es auf jeden Fall. Haben, ne? Er hat in dieser Woche ein Zitat gesagt, und zwar hast du gemeint, Dancing-Sport ist hart. Woran ist dir das in dieser Woche besonders aufgefallen? Ja, es ist so, dass es bedauerlicherweise falsch geschrieben worden ist. Es ist geschrieben worden, Sport ist Mord, wie sinnlos, nicht? Aber man glaubt einfach, dass Tanzen was Leichtes, Harmonisches ist. Und ich muss sagen, ich ziehe wirklich den Hut vor all denjenigen, die professionell tanzen. Das ist richtig eine harte Arbeit. Und du darfst den Schmerz empfinden. Also bravo. Schmerz empfinden, ich darf es auch nicht sagen. Nein, jammern darf man, glaube ich, nicht viel. Ja, wirklich. Ich frage mich nur, tut eigentlich nur den Promis alles weh oder auch den Profis? Wir haben natürlich auch unsere Wehwehchen, das ist klar, als Tänzer ist das, gehört das dazu. Aber ich muss noch dazu sagen, dass bei Dancing Stars ist es fast noch härter, weil wir eine Woche den gleichen Tanz trainieren und eine Woche die gleichen Gelenke und Muskeln belastet werden. Wie zum Beispiel Samba und Jitterbug in Kombination geht natürlich extrem auf die Sprunggelenke. Und das spürt und man dann natürlich. Jeden Tag einige Stunden. Jeden Tag drei Stunden, nur das. Stimmt das, Herr Professor Weinstabe? Ja. Okay, wir werden nämlich ab heute alles medizinisch abstecken. Sie sind jetzt ab jetzt in jeder Show und ich werde immer nachfragen, gell? Ja, nehmen Sie sich die nächsten Jahre freitagabends nichts vor. Nicole, wie hat es dir gefallen? Ja, die Hüfte. Ich habe gerade mit dem Kopf mitgemacht. Die waren so, wow, so viel habe ich noch bei dir noch nie gesehen, so viel Hüfte. Da bin ich sehr überrascht. Das war ganz, ganz gut. Aber ich muss sagen, ich finde es extrem cool, dein 1000-prozentiger Einsatz jede Woche. Und du gehst immer an deine körperlichen Grenzen und das sieht man. Ja? Die Samba, die braucht viel Flexibilität, Körperrotation, Dynamik und Rhythmus und alles. Und klar, da gibt es noch viele Punkte zum Verbessern, aber man sieht, dass du an all diesen Punkten arbeitest. Und ich schätze das mehr als jemand, der vielleicht talentierter ist, aber der nichts mit seinem Talent macht oder nicht das alles rausholt. Und du gibst alles und das finde ich toll. Ja, danke. Danke, Nicole. Danke. Ja. Was sagt der Bollasch jetzt zu Kupos Hips? Ist natürlich nach der Nicole, was zu sagen, ist besonders schwer. Und nach Ostern sieht man an euch allen die positive Energie, die ihr von den Ferien mitgenommen habt. Man sieht wirklich die Freude. Man sieht den Einsatz, wovon der Nicole auch geredet hat. Ist schön, aber nicht alles. Ja? Und es ist immer so eine relativ undankbare Rolle, mal euch aufzuwecken, dass das Sau rauszulassen beim Tanzen ist wichtig, aber nicht der Maßgebende. Es muss der Grundlage passen, muss der Basic dahinter passen. Ich hätte mich in eurer Lage, in diese Samba, ein bisschen zurückhaltender angegangen und vielleicht später, wenn ich mich schon auf dem Niveau fühle und spüre, wirklich das auch rausgelassen. Aber die haben keine Zeit, die haben eine Woche Zeit und dann muss es wop auf die Fläche. Und zwei Tänze. Ja, müssen wir auch einmal erwähnen, weil wir haben ja noch einen wahnsinnig schnellen heute, den Jitterbug. Euch haben wir gehört, vielen Dank. Ja, du kannst es nachvollziehen. Sehr nachvollziehen, immerhin, das ist konstruktive Kritik, die kann man umsetzen nächste Woche wieder. Das sind wir und nachher beim Jitterbug. Sportler ist es gewohnt, ja. Danke. Dankeschön, Hupo und Katrin. Okay. Jetzt hoffen die beiden natürlich auch auf möglichst viele Punkte von Ihnen zu Hause. Hier die Telefonnummer. Für Hupo und Katrin 09010 59 09 02. Ja, du musst immer was trinken, damit kannst du uns vorhin hinbekommen. Ich war auch überrascht, so genauso wie die Katrin, dass du so viel lateinamerikanisches Temperament in dir spürst. Ja. Dass du dann unter einer Kappen versteckst. Nein, man lernt schon dazu. Gell? Es ist halt beinhartes Training, weil am Anfang des Hüften, das ist eine Herausforderung. Ja, aber so wie die Nicole sagt, du weißt das ja eh. Ja, so. Das war Wahnsinn. Das schaut ja alles dann so leicht aus. Es ist ja, man ist ja ein Depp tänzerisch da als Nicht-Tänzer. Das stimmt. Also tänzerisch, sage ich jetzt. Ne? Jetzt kennen wir dich natürlich, habe ich schon vorher gesagt, bei der Ankündigung in verschiedenen Rollen. Es gab also Hupo, den Skispringer, den Eventmanager. Dann gab es Hupo, jetzt gibt es den Hupo, den Tänzer. Aber es gab auch Hupo, den Linienpiloten. Wie lange bist du geflogen?
Ich bin beruflich 10 Jahre geflogen und davon 4 Jahre bei der Tiroler Linie. Wann war das? Von 88 bis 98. 98 bis 98. Wie viele Flugstunden hast du da? Ich habe jetzt mittlerweile 6.000 Flugstunden. 6.000 Flugstunden. Und dann hast du irgendwann mal aufgehört. Und bei dem allerletzten Flug gab es ja doch eine Geschichte. Das war so was, sage ich, etwas Aufrüttelndes. Ja, was sehr Aufregendes. Ja. Ich habe meinen letzten Linienflug gehabt als Kapitän von Wien nach Innsbruck. Das war so ein Sauwetter. Wir sind in die Wolken rein und es war derartig turbulent, dass ich mich dann entschlossen habe, in Linz zwischenzulanden. Ja. Dann bin ich zurückgegangen zu den Passagieren und habe gesagt, Herr, es ist brutal turbulent weiterhin. Wir können zwar unter der Wolkendecke wie nach Sichtflugbedingungen nach Innsbruck fliegen, aber dort ist Föhn. Also wer aussteigen will, also aussteigen. Also noch einmal turbulent. Aber richtig turbulent, ja. Sind welche ausgestiegen? Also 3 ausgestiegen und alle anderen haben gespielt. 3 sind ausgestiegen. Also das wer war das? Der Co-Pilot, die 2 Flugbegleiterinnen? Genau. Der Journalist, weil der wollte schreiben. Und die haben alle was? Die haben sich übergeben. Ja, es war wirklich, man erlebt das sehr viel in der Fliegerei und man muss auch sagen, sie ist nach wie vor das sicherste Transportmittel. Ja. Aber es gibt halt so Wetterlagen, die sehr unangenehm für die Passagiere sind. Wenn du hinten drinnen sitzt, du hast ja keinen Einfluss. Und wenn du nach links gehst mit der Bewegung und der Flieger nach rechts, dann kommt es irgendwann zu dem Bruch und es wird da halt schlecht. Es wird dann schlecht. Und also, wenn in Innsbruck je tiefer die Maschine kommt, desto höher kommt das Essen. Wir praktisch das Essen zum Handgepäck. Also, reizt sich die Fliegerei, also ohne Ski, würde ich dich das noch reizen, noch einmal zu fliegen? Ja, natürlich. Ich fliege nach wie vor, aber nicht mehr beruflich. Es ist ein Traumjob. Gell? Es ist alles sehr klar geregelt. Es gibt keine Kompromisse. Du gehst in der Früh in die Arbeit und checkst, ob der Flughafen offen ist und so weiter. Also das ist ein sehr schöner Beruf. Ich habe mich halt damals entschieden, 98, aufgrund, da war ich bei der Sporthilfe und World Sports Award, was weiß ich, dass das alles zusammen nicht geht. Und dann habe ich mich entschlossen, beruflich aufzuhören. Aber irgendwie juckt es dich, oder? Also ein bisschen? Ja, natürlich, weil man nicht trainieren muss, nur Gas geben braucht, damit man in der Luft bleibt. So stellst du dir das vor. Richtig. Ich höre, die Jurypunkte sind im Anflug, Landeanflug hoffentlich. Da reimt sich nicht in den Notausgang. Bitte sehr. Nicole. 7. Balazs. 5. Hannes. 6. Und Thomas. 7. Ja, kann man sich über 25 Punkte doch freuen. Wir sind zufrieden, ich danke dir. Also alles Gute. Da kriegst du ja Freikarten an der Copacabana bei der WM, mein Lieber.